Córdoba gilt in Spanien als die Stadt mit den schönsten Innenhöfen. Meist sind diese Innenhöfe nur eine Freude für ihre Bewohner, doch einmal im Jahr wird das Festival der Patios gefeiert. 12 Tage lang gewähren dann die Einwohner Einblicke in ihre privaten und mit Blumen geschmückten Höfe. Rafael Córdoba ist stolz auf seinen Innenhof, auch wenn er sehr viel Arbeit macht. Es sind viele Blumen, 400 Blumentöpfe. Ich muss die welken Blätter zupfen. Wenn man nicht gerade am Gießen ist, muss man düngen oder streichen. Denn das Haus ist aus dem 16. Jahrhundert und damit sehr alt. Im sehr heißen Andalusien müssen die Blumen täglich gegossen werden. Araceli López gießt die Pflanzen auf traditionelle Weise mit einem langen Stab und einer Konservendose. Nichts dosiere die Wassermenge besser, sagt sie. Dieser Hof ist erst seit kurzem in Aracelis Besitz. Unsere Familie hat sich entschieden, dieses Haus zu kaufen, damit wir diesen alten Innenhof erhalten. Der ist schon gute 350 Jahre alt. Die Hofkultur reicht zurück bis in die Zeit der römischen Besatzung und die der Mauren, die die Moschee erbauten. Um der Hitze des Sommers zu entkommen, bauten sie die Häuser um den Innenhof herum. 1236 eroberten die Christen die Stadt von den Mauren zurück. Die Farben und Düfte kamen mit den Arabern. Sie machten hier ihr Ding. Sie lieben diese vertikalen Gärten, aber eben nur für sich. Sie schlossen die Türen und genossen ihren Hof allein. Von den rund 4000 Innenhöfen der Stadt sind während des Festivals der Patios mehr als 60 geöffnet. Die Besucher müssen sich in Geduld üben. Auch vor dem Hof von Rafael Córdoba stehen sie Schlange. Doch das Warten lohnt sich. Sehr schön. Wir sind zum ersten Mal da und es gefällt uns sehr. Wir waren bisher in 3 oder 4 Patios. So schön habe ich es nicht erwartet. Das ist etwas Einzigartiges. Man muss wirklich in den Patios sein und sie auf sich wirken lassen. Die Farben, die Düfte, das Licht, das ist wundervoll. Nicht nur Touristen und Einwohner von Córdoba besichtigen die Höfe, sondern auch eine Jury ist immer dabei. Denn das Hoffest ist zugleich auch ein Wettbewerb. Gekürt wird jedes Jahr der schönste traditionelle und der schönste moderne Innenhof. Außerdem gibt es Sonderpreise. In der 8-köpfigen Jury ist auch eine Biologin. Aber auch wenn es sich auf den ersten Blick scheinbar nur um die Blumen dreht, reicht die Blumenpracht allein nicht, um zu gewinnen. Die Blumenvielfalt spielt natürlich eine Rolle. Doch es geht vor allem um ein besonderes Ambiente. Wenn man in einen Hof eintritt und zum Beispiel das Plätschern von Wasser, die Musik, den Duft wahrnimmt, das berührt. Das erste Festival der Patios wurde bereits 1918 veranstaltet. Die Ursprünge liegen im Wandel der Zeit, als aus den Herrenhäusern Mehrfamilienhäuser wurden und das Leben wegen der kleinen Zimmer vor allem in den Höfen stattfand. Jeder Bewohner verzierte seinen Eingang, malte die Blumentöpfe farbig an, so wie er wollte. Im Frühling ist es am schönsten, wenn alles blüht. Irgendwann haben sich die Besitzer entschieden, die Türen für die Besucher zu öffnen, damit sie diese Schönheit sehen konnten. Hinter dieser Schönheit steckt viel Arbeit und Leidenschaft. Rafael hat mit seinem Patio schon viele Preise abgeräumt. Am Ende geht es ihm aber vor allem um die Erinnerung an seine Vorfahren. Schon als Kind habe ich hier immer die Blumen meiner Großeltern gesehen. Jetzt will ich hier diesen Patio lebendig halten. Die Patios von Córdoba. Jedes Jahr sind sie aufs Neue ein blühendes Zeichen für Vielfalt und Schönheit.